Hallo meine Lieben, ich bin's euer Thomas, aka Sparkojote. Heute wieder, wie immer, regelmäßig das Depot-Update, dieses Mal vom Monat Juli 2020. Und es wird eine ganz spannende Nummer. Ich habe Portfolio-Performance wie immer natürlich schon ready und ich freue mich hier schon auch in dieser neuen Aufnahmeposition mit dem neuen Desk-Setup mit euch das Ganze anzuschauen. Ohne groß um den heißen Brei herumzureden, wir gehen direkt ins Portfolio-Performance. Dieses Mal nicht sofort ins Performance-Tab, sondern erstmal in die Vermögensaufstellung, weil ihr seht, ich habe mir ein bisschen Mühe gemacht, das Ganze etwas schöner darzustellen, indem ich überall die Icons und Logos der Firmen reingepackt habe. Auch bei den Rohstoffen habe ich die periodische Tabelle zu Hilfe genommen und AU und AG für Silber und respektive AU für Gold reingepackt. Also das heißt, das sieht jetzt deutlich, deutlich schöner aus. Ihr könnt ja mal abstimmen in die Kommentare. Findet ihr das cool? Findet ihr das weniger cool? Oder ist es nur ein Gimmick? Ist wahrscheinlich nur ein Gimmick, aber ich finde es sehr, sehr, sehr stark. Aber gehen wir mal zu der Performance. Die war diesen Monat eigentlich relativ okay. Wir haben ein Delta gehabt von 3.435 Franken und 4 Rappen. Also das war jetzt in dem Sinn das Plus diesen Monat. Also kann ich mich persönlich zumindest nicht beklagen bei der Summe. Sehr, sehr starke Sache das Ganze. Insgesamt waren das 1,5% jetzt im Juli. Wir sind im Gesamt ja immer noch 5,9% im Minus. Man sieht auch ganz gut, ich habe diesen Monat 10.228 Franken und 50 Rappen in dieses Portfolio eingezahlt. Und ja, ich möchte an dieser Stelle, bevor wir dann auch wirklich richtig loslegen mit dem heutigen Portfolio-Update, auch noch ein kurzes Statement rauslassen. Und zwar wird es so sein, dass ich jetzt gerade an einem wirklich, wirklich riesigen Portfolio-Performance-Tutorial arbeite, wo ich wirklich sehr viele Funktionen da reinpacke. Übrigens, Prost, meine Freunde, das ist Dr. Pepper Vanilla. Danke geht raus an den lieben Auswanderlux, den Christian. Schmeckt auch richtig geil. Aber hier an dieser Stelle ist natürlich eure Hilfe gefragt und zwar, welche Funktionen möchtet ihr sehen oder was wolltet ihr schon mal immer wissen, dass ihr nicht wisst, wie es funktioniert? Ich höre zum Beispiel immer wieder die Frage, hey Thomas, wie hast du das Gold hier oder Silber oder andere Rohstoffe in Portfolio Performance getrackt? Ich möchte das auch so machen. Ich werde in diesem kompletten Tutorial wirklich nochmal alles aufgreifen von neu auf. Das wird wahrscheinlich dann auch so ein 40-Minuten-Video oder so. Das heißt, wenn ihr noch irgendwelche Dinge habt, ihr nicht wisst, wie es geht, schreibt es einfach gerne rein. Ich werde dann in diesem Mega-Tutorial und in diesem Mega-Update-Tutorial wirklich fast alles von Scratch auf, wie man das von Anfang an macht, bis hin zu, dass es so aussehen kann wie bei mir mit den ganzen Logos und alles, werde ich dann Tutorial dazu machen, eine neue Auflage, eine neue Version. Ich denke, das wird den meisten Anlegern helfen, weil es mittlerweile so viele Updates gibt, die halt im alten Tutorial-Video, das auch sehr beliebt ist, nicht drin sind. Also kommen wir zurück zum richtigen Portfolio-Update. Der Juli war eigentlich ganz okay, wenn wir jetzt uns mal die letzten oder einfach das letzte Jahr halt anschauen. Die letzten 12 Monate sehen wir, seit März geht es eigentlich wieder schön bergauf. Und Januar, Februar, März waren natürlich so die Minusmonate, wenn ich das so sagen darf. Sieht aber insgesamt in meinen Augen relativ gut aus, ja, wenn ich das so sagen darf. Gesamtsumme haben wir aktuell, sind wir auf gutem oder in einem guten Zeitplan bei 234.000. Kommen wir jetzt zu den Beständen. Wie sieht das Ganze jetzt insgesamt aus? Sehr gefüllt und sehr vollgepackt. Tatsächlich, das Portfolio wächst mit der Zeit. Diesen Monat sind tatsächlich neu hinzugekommen, wie immer, der Vanguard FTSE All World, den ich normal bespare. Also hier haben wir wieder 25 Stück eingekauft. Wir sind jetzt also auf 110 Stück insgesamt, die ich da besitze. Natürlich ist auch die Goldunze dazu gekommen. Und ich meine, der Goldpreis, also das ist eine ganz wilde Nummer. Also wir sind jetzt kurz vor den 2000 US-Dollar wieder und habe mir hier fast durch die Gewinne eine Unze rausgeholt. Mal schauen. Also ich möchte eigentlich schon noch die 15 Unzen voll machen. Danach werde ich schauen, weil für mich ist ja Gold, das habe ich auch schon oft erwähnt, nicht irgendwie ein Investment, ein Renditeobjekt, sondern mehr einfach als Absicherung. Und deshalb möchte ich da nicht irgendwie dann riesige Goldspekulationen machen. Das ist wirklich nur rein eine Absicherung, darum das Ganze dann auch physisch in einem Bankschließfach. Neu hinzugekommen
ist nicht ein Dividendenwert, sondern AMD, also Advanced Micro Devices, habe ich mir 100 Stück gekauft für 53 Dollar. Die sind mittlerweile 78 Dollar wert. Also das war natürlich jetzt auch ein glücklicher Griff mit dem ganzen Timing. Und Intel, für die, die es interessiert, AMD ist ja wirklich in dem Sinne wirklich ein krasses Wachstumsunternehmen, das jetzt nicht irgendwie Dividende ausschüttet. Und da ist sehr viel Zukunftsmusik auch noch drin, jetzt im Gegensatz zu Intel. Und da war jetzt auch in den vergangenen Wochen die Diskussion, dass eben Intel erst 2022 mit der 7-Nanometer-Produktion loslegt, während dem AMD da jetzt langsam eigentlich schon loslegen möchte. Und dann, wenn Intel mit 7-Nanometer loslegt, eigentlich schon auf 5-Nanometer weitergehen möchte. Und AMD ist ja, oder produziert ja die Chips auch nicht selber wie Intel, sondern lassen die produzieren über TSMC. Also einem taiwanesischen Unternehmen, das übrigens auch sehr davon profitiert hat, dass Intel eigentlich diese Message rausgelassen hat und nicht so innovativ ist, wie es auch schon gewesen ist. Von dem her, für mich ist AMD so in der Kategorie ähnlich wie Nvidia, wobei Nvidia natürlich bei mir schon auch sehr gut gelaufen ist, wenn wir das mal anschauen. Ich habe damals leider nicht 100 Stück gekauft, ja, da war mein Kapital noch nicht so groß, aber 20 Stück gekauft, die aktuell auch fast 8.000 Schweizer Franken wert sind. Schauen wir uns auch mal insgesamt die ganzen Positionen an. Ich möchte einfach an dieser Stelle sagen, dass ich mir ein paar Positionen vorgemerkt habe, die ich nochmal genauer analysieren möchte in der nächsten Zeit und mich dann überlege, ob ich jetzt mich von diesen Unternehmen trenne oder halt nicht. Das kann auch mal passieren, also das ist jetzt nicht irgendwie... Wenn man einmal ein Unternehmen gekauft hat, ist das bei mir für immer im Depot. Ich habe ja auch mich schon in Vergangenheit von dem einen oder anderen Titel getrennt, aber da werde ich dann auf jeden Fall noch das ein oder andere Video dazu machen. Im Besonderen geht es insbesondere geht es um aktuell die Unternehmen, wo ich mir aktuell noch unsicher bin, Ascom Holding. Dann noch, wo haben wir es denn? Harvest Capital Credit, das sind so die zwei Unternehmen, wo ich mir gerade aktuell noch unsicher bin, wo oder wie ich mit denen agieren werde. Das heißt, da wird wahrscheinlich dann auf jeden Fall dann nochmal eine Analyse von meiner Seite kommen, die ich machen muss. Und dann werde ich entscheiden, wie ich da weiter fortfahren werde, ob ich sie im Depot behalten werde oder sie abstoßen werde. Aber da werde ich dann definitiv in einem gesonderten Video wahrscheinlich drüber berichten, wie ich das Ganze handhaben werde. Also an dieser Stelle ist es noch unsicher oder ungewiss, was mit diesen Titeln passiert in meinem Portfolio. Weil wir jetzt ja eh gerade schon über die Zukäufe geredet haben, haben wir natürlich noch einen Casino-Kandidaten, und zwar Tesla. Ich habe Tesla am Peak gekauft. Der Grund, wieso ich eigentlich Tesla gekauft habe, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund. Wie schon gesagt, bitte nicht nachmachen. Im Casino-Portfolio geht es halt einfach darum, dass ich einfach wirklich, es hört sich so ein bisschen doof an, aber da kaufe ich einfach Aktien, wo ich gerade so spontan drauf Bock habe, eine Umfrage mache. Ihr könnt ja das letzte Casino-Portfolio-Update anschauen, dann wisst ihr da genau darüber Bescheid. Aber bitte, bitte nicht nachmachen, meine Freunde. Und das sind auch Beträge, die mich persönlich aktuell überhaupt nicht stören. Aber kommen wir zur 100K-Challenge. Ich habe hier die Excel-Liste für euch vorbereitet. Wie sieht es denn aus diesen Monat? Im Juli haben wir für insgesamt 8.718 Franken Aktien gekauft. Somit haben wir dieses Jahr bereits für 64.235 Franken an der Börse investiert in ETFs und in Einzelaktien. Und das Ziel wäre bis Ende Juli gewesen 58.333. Das heißt, wir sind immer noch ungefähr 6.000 Schweizer Franken über dem aktuellen Soll. Das heißt, wir liegen gut im Zeitplan. Und dieser Puffer, wenn wir das mal ausrechnen, würde bedeuten, ich muss ungefähr 1.200 Franken weniger, also ungefähr nur noch 7.000 pro Monat bis Ende des Jahres in Aktien oder an der Börse investieren. Das spielt mir persönlich sehr in die Karten, weil, und da möchte ich jetzt hier auch nochmal ganz transparent mit euch sein, ich will wirklich mich an diese 100.000 halten. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt auch aktuell viele Investments für den Webshop tätige und auch Produkte einkaufe, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ich habe mich jetzt auch langsam, fuchse ich mich in Magic rein, und da brauche ich wirklich enorm viel Kapital aktuell, und darum spielt mir das in die Karten, dass ich jetzt einen Puffer habe, dass ich jetzt auch vielleicht mal so ein bisschen oder mal einen Monat vielleicht etwas weniger investieren kann, weil wir haben jetzt auch vor allem Anfang des Jahres sehr viel investiert, ja, also vor allem jetzt im Februar, März und April, da habe ich wirklich
man kann schon fast sagen, ein bisschen Market-Timing betrieben, würde so der ein oder andere Hater meinen, aber es hat sich halt einfach so ergeben, weil da das ein oder andere Investment halt mehr geflowt ist, ja. Aber wir liegen sehr gut im Zeitplan, bin ich schon ganz happy und ja, freut mich, dass das so gut läuft. So, kommen wir hier zurück. P2P-Kredite, wenn wir das mal kurz anschauen, ich habe auf Estate Guru noch einiges eingezahlt. Hier ist noch was drauf gekommen, also auch hier. Auch hier, glaube ich, 1.500 Euro, wenn ich mich nicht gerade irre, haben wir hier reingebuttert nochmal. Oder 1.000 Euro oder 1.500 Euro. Das heißt, wir nähern uns den 30.000 Schweizer Franken, die ich eigentlich schlussendlich bis Ende des Jahres in P2P-Kredite haben möchte. Hier an dieser Stelle, ich werde auf jeden Fall demnächst in den nächsten Monaten auch mal wieder ein P2P-Update liefern, wo ich wahrscheinlich alle Plattformen zusammennehmen werde und einfach insgesamt über P2P reden werde, weil ich muss schon sagen, also 25.000 ist natürlich portfoliomäßig ein kleiner Anteil. Wir schauen uns nachher nochmal die Asset Allocation an, aber dennoch ist es für mich eine große Summe, 25.000 und bis Ende des Jahres 30.000. Also das heißt, da ist für mich doch schon auch eine signifikante Summe investiert. Aber eben, da kommt dann noch ein oder ein einzelnes Update dazu. Kryptowährungen haben wir ja fürs Casino-Portfolio drin. Bitcoin ist wieder gut am Abgehen bei 11.000 Dollar. Ich habe da ein bisschen davon profitiert. Ich habe 0,2 Bitcoin. Ja, gehen wir doch mal ganz quick zu der Asset Allocation, dass ihr die auch mal kurz seht. Und zwar sieht die aktuell so aus, dass wir 65% des Investmentportfolios in Aktien haben, also zwei Drittel. Dann haben wir in ETFs ungefähr 11%, dann in Kryptowährungen ungefähr 1%, in Gold respektive Rohstoffe insgesamt 7,8%, P2P-Kredite sind im Investmentportfolio knapp 11%, aufs gesamte Nettovermögen gesehen ist es deutlich unter 5%, einfach dass das klar ist, hier ist nur das Investmentportfolio ohne irgendwelche anderen, ich sage jetzt mal Cashbestände oder irgendwie Business und so weiter ist hier alles nicht drin. Und ansonsten sieht das halt einfach so aus, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, wie die Asset Allocation bei mir im Investmentportfolio ausschaut. Jetzt ist wahrscheinlich auch sehr interessant dieses Diagramm hier. Wie hat sich das entwickelt über die letzten 6 Jahre? Wir sehen also ganz klar, ein Trend ist zu erkennen. Schwarz ist das gesamte Investmentportfolio, grün ist das normale Aktiendepot. Also das Swissquote Depot, ich habe das jetzt so ein bisschen umbenannt, dass man das auch, dass es halt auch einfacher zu erkennen ist, vielleicht auch für die Zuschauer, dass es da keine Verwirrung gibt. Also schwarz ist einfach das, was insgesamt interessant ist, weil das gesamte Investmentportfolio mit allem P2P-Kredite, Gold und so weiter. Und hier sind wir eben aktuell, wir kratzen an der Viertelmillion. Also ich denke Ende August, Ende September ist es gut möglich, dass wir die Viertelmillion erreichen, was dann auch wieder ein heftiger Meilenstein ist für das Investmentportfolio. Bin ich schon sehr, 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 sehr gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird. Kommen wir jetzt zum wichtigen Punkt. Wir sind jetzt schon über 10 Minuten dabei, aber jetzt kommt der heiße Scheiß, und zwar Dividendenerträge und Zinsen. Das gefällt euch ja natürlich. Ich habe ja auch in der Vergangenheit jetzt gerade kürzlich ein Video dazu gemacht, zu meinen Dividenden im Investmentportfolio. Jetzt schauen wir uns mal das gesamte passive Einkommen vom Investmentportfolio an. Ihr seht, das hat sich sehr gut entwickelt. Dunkelblau ist 2020 und wenn wir das mal anschauen, wir hatten jetzt 2020 im Juli 451 Franken und 15 Rappen an Dividenden und Zinsen. Etwas mehr als im Vorjahr. Aber wir sehen, das ist wirklich eine sehr, 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 sehr starke Entwicklung. Und ich bin sehr gespannt, wo wir Ende des Jahres dann sein werden mit dem Total oder mit den Totalerträgen, Totalbeträgen. Das ist für mich wieder natürlich 2020 ein Rekordjahr. Grund dafür, wir können jetzt erstmal auch die Quartale auch einfach mal anschauen. Das Q2 war natürlich auch Bombe. Q1 fängt schon sehr gut an. Wir haben mehr als die Hälfte, als wir 2019 bekommen haben. Und es ist erst der Juli vorbei. Wir haben jetzt noch August und September. Das heißt, Q3 wird natürlich auch ganz klar übertrumpft und Q4 hoffentlich auch. Im Jahr sehen wir da auch schon ganz gut. Wir haben bereits jetzt schon Ende Juli mehr als im gesamten Jahr 2019 erhalten. Also auch das ist natürlich eine Hammerleistung. Also 3.733 Franken und 67 Rappen netto an Dividenden und Zinsen erhalten. Also davon kann ich schon 2 Monate leben. Ja, und das ist netto. Das bedeutet, bis Ende des Jahres im Idealfall
Wenn wir auf so 5.000, 6.000 kommen, kann ich davon ein ganzes Quartal leben. Privat zumindest. Und das ist absolut crazy. Also, ich bin schon sehr gespannt, wie das oder kommen wird. Hier sehen wir das auch nochmal ganz gut, dass eigentlich Jahr 2020 ein richtig heftiger Boost ist. Wir können natürlich nur hoffen, dass das weiter so, oder ich kann nur hoffen, dass das weiter so geht und dann 2021 nochmal eins auf die Schippe legt. Aber mal schauen, das Ganze. Ich kann euch an dieser Stelle einfach empfehlen, mal das Video anzuschauen, was ich dazu gemacht habe. Und zwar gehe ich da einfach auf die Dividendenrendite ein, auf das Aktienportfolio, wie viel Brutto- und Netto-Dividendenrendite das ist und wieso jetzt aktuell die Dividendenrenditen etwas niedrig sind durch die ganzen Kürzungen und weil ich auch die ein oder anderen Nicht-Dividendentitel wie auch AMD ins Depot gelegt habe, senkt das natürlich die gesamte Dividendenrendite auf das Gesamtportfolio gesehen, weil halt AMD einfach keine Dividende zahlt. Aber insgesamt, ich bin sehr happy. Hier sehen wir nochmal ganz kurz aufs Jahr gesehen, wie das mit dem passiven Einkommen ausschaut und jetzt auch mit den ganzen Logos sieht das echt flott aus. Ich würde mir jetzt auch wünschen, dass ich für die einzelnen Konten noch Logos einbauen könnte. Dann könnte ich jetzt auch Bondora, Cashe, Estate Guru, Mintos Logos einbauen und dann wäre ich eigentlich schon happy. Hier sehen wir auch ganz gut, ich habe in meiner gesamten Investorenkarriere bereits ein passives Einkommen durch Dividenden und Zinsen von über 11.000 Schweizer Franken erhalten. Also fünfstellig bereits, also das ist echt, echt crazy, wenn ich das so sagen darf. Und man sieht auch, wie krass das Wachstum über die letzten Jahre halt zugenommen hat, dadurch, dass ich halt auch entsprechend mehr investieren konnte. Prost, meine Freunde. Also das heißt, es läuft richtig und es läuft auch richtig gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen und bin sehr dankbar für die aktuelle Situation. Schauen wir uns doch mal das Performance-Dashboard an auf den aktuellen Monat. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin mit dem Monat Juli zufrieden. Ich bin auch insgesamt zufrieden mit aktuell, wie es gerade läuft. Es wird demnächst tatsächlich noch ein Video dazu kommen, ob mein Portfolio Schrott oder nicht Schrott ist, weil wir da die Performance mit dem MSCI World vergleichen werden. Also da sehr gespannt sein. Also wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, gerne auch diesen Kanal abonnieren und die Glocke betätigen. Das sollte jetzt in den nächsten Tagen dann auch online gehen, nach diesem Depot-Update. Und ansonsten, wie schon auch erwähnt am Anfang des Videos, falls ihr irgendwelche Funktionen von Portfolio Performance wissen wollt, wie genau Dinge funktionieren, schreibt das gerne jetzt in die Kommentare einfach rein, weil ich werde wirklich ein Mega-Tutorial raushauen in den kommenden Wochen und natürlich auch Input von euch sammeln, damit ich auch genau das rein implementieren kann in dieses Mega-Tutorial, was ihr auch wissen wollt. Ich habe mich da auch in den letzten Jahren natürlich extrem reingefuchst in dieses Programm und benutze das ja schon seit Jahren. Und habe da wirklich auch viel natürlich Knowledge auch aufbauen können und da ein paar Kniffe, Tipps, Tricks und so weiter, wie man das halt schön darstellen kann mit den ganzen Dashboards und so weiter. Darum an dieser Stelle, wenn ihr euch etwas wünscht, einfach in die Kommentare reinschreiben und dann versuche ich da natürlich dann in diesem Mega-Tutorial darauf einzugehen. Und ansonsten bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen bis hierher. Ohne das Finanzrudel wäre es einfach nicht dasselbe, würde ich mal so behaupten. Ich weiß, es klingt kitschig, aber checkt gerne den Finanzrudel Community Club ab. Einfach mal finanzrudel.ch/club. Da gerne vorbeischauen. Da sind wir fast 2000 Mitglieder. Davon ist mehr als die Hälfte aus der Schweiz. Und demnächst, Ende August, wird ja auch das Community-Treffen stattfinden in Zürich am Zürichsee. Also wer aus der Nähe ist oder aus der Schweiz ist oder vielleicht auch von grenznah vorbeikommen will, gerne sich da einfach mal, ja, vorbeikommen, anmelden und die ganzen Infos findet ihr natürlich wo? Im Finanzrudel Community Club. Also gerne da vorbeischneien und schauen, da unter den Veranstaltungen sind alle Infos komplett vorhanden. Ich würde mich freuen, weil macht immer Spaß, sich mit den Leuten persönlich dann auch austauschen zu können. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen super schönen Sommer und bis dahin, tschö, Leute.